Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im neuen Jahr. Allerdings noch mit der letzten Bücherwoche des Jahres. Ja, ich habe euch ja in meinem Jahresrückblick zum Thema Bücher schon ins neue Jahr sozusagen mit einem Video eingeführt. Das klingt gerade sehr blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Und heute widmen wir uns mit der letzten Bücherwoche des Jahres. Nein, heute widmen wir uns, ja, es passt glaube ich schon so. Heute ist sprachlich irgendwie wahrscheinlich nicht mein Tag, also bereitet euch schon mal auf ein chaotisches Video vor. Wir sind im neuen Jahr angelangt. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr reingekommen. Ich habe ja bereits ab Donnerstag dann auch 2 Tage gearbeitet, habe aber jetzt an diesem Wochenende den Vorteil, dass in Bayern der 6. Januar frei ist. Das ist, heißt, ich habe ein etwas längeres Wochenende, worauf ich mich dann natürlich auch sehr freue. Und ich hatte auch in der letzten Woche sozusagen schon nur eine kurze Woche. Ich habe nämlich nur den Montag vor Weihnachten gearbeitet und hatte den Freitag sozusagen dazwischen und auch den Montag vor Silvester frei. Und ich habe in der Bücherwoche 3 Bücher gelesen und ein bisschen Serie gesuchtet und auch ein Magazin beendet. Und ich glaube, darüber sprechen wir einfach wie gewohnt chronologisch. Das erste Buch war noch ein Weihnachtsbuch, was ich ja um die Weihnachtszeit einfach noch lesen wollte und auch beenden wollte. Und das ist Das Glück liegt unterm Weihnachtsbaum von Mina Teichert. Das letzte Buch der Woche oder des Weihnachtlichen sozusagen oder halt der Weihnachtszeit. Und auch das, sage ich mal, was mich direkt am meisten begeistert hat in diesem Jahr, also wenn es um Weihnachtsbücher geht. Dann ging es weiter mit der Hexersaga. Ich habe Das Schwert der Vorsehung von Andrzej Sapkowski gelesen. Ich hatte ja Der letzte Wunsch gelesen, dann ja die Serie weggesuchtet. Und das ist jetzt die zweite Vorgeschichte zur eigentlichen Hexersaga, bevor es dann im Grunde wirklich losgeht. Und das habe ich auch gelesen. Und mein Jahr beendet habe ich dann mit Das Wesen der Wüste von Michael Martin. Wie der Sand in die Wüste kommt und weshalb die Dünen singen. Ja, ein faszinierendes Buch über die Liebe zur Wüste. Klingt erstmal total merkwürdig, aber ja, dazu dann später mehr. Ja, und dann habe ich in meiner Urlaubswoche auch die aktuelle Flow gesuchtet. Dazu dann später auch noch ein bisschen was mehr. Wir starten mit dem Weihnachtsbuch Das Glück liegt unterm Weihnachtsbaum von Mina Teichert. Jetzt ist natürlich die Frage, wer wird im Januar noch ein Weihnachtsbuch lesen? Ich glaube, dass solange es vielleicht noch so ein bisschen diese weihnachtliche, winterliche Stimmung hat, passt dieses Buch. Aber wenn es euch interessiert, schreibt es euch gegebenenfalls einfach auf die Wunschliste, auf die Leseliste für den Dezember des neuen Jahres und denkt dann vielleicht einfach daran. Wenn ihr dieses wunderschöne Cover seht mit dem Beagle, mit diesem Hund, bin jetzt nicht so bewandert in Hunderassen, hatte mich direkt angesprochen und ich liebe Tiergeschichten, ich liebe diese Kombination aus Verwirrungen, Irrungen und wenn dann noch irgendwie ein Tier seine Pfoten im Spiel hat, finde ich das richtig, richtig schön. Und auch wenn ich sonst wahrscheinlich schon eher der als Katzenmensch eingestuft werde, einfach weil ich Katzen habe, mag ich Geschichten, wenn da Hunde drin vorkommen, ebenso gerne wie die auch mit Katzen. Ja, der Klappentext versprach auch, schön weihnachtlich zu sein und so ein bisschen eine irrige Liebesgeschichte zu haben. Und man ahnt schon irgendwo, wo diese Geschichte hinführt. Was ich ja aber immer wieder gerne sage, ist, dass ich das bei Liebesgeschichten nicht so schlimm finde, denn da ist natürlich der Weg auch irgendwie das Ziel. Ja, wir treffen auf die 35-jährige Ellen, die Weihnachten bei ihrer Schwester im kleinen Heimatort verbringt. Alle freuen sich darauf, dass sie wieder da ist, dass sie Weihnachten ja mit der Familie verbringen möchte und sie bekommt einen kleinen süßen Hund geschenkt. Dieser Hund sorgt aber relativ schnell für aufmerksam, denn der Nachbar oder einer in der Nachbarschaft wohnende junge Mann hat in seinem Profilbild hat er diesen Hund drin und so treffen wir auch auf George, so treffen wir auf Oliver. Oliver ist der Nachbar, diesen Hund doch irgendwie kennt und der die Gefühlswelt von Ellen so ein bisschen durcheinander bringt. Und dann treffen wir eben George, das ist der Hund. Wie konnte ich das verdatteln? Naja, manchmal habe ich es nicht so mit Namen, ne? Das
ist, wenn man sich die Notizen nur so hinschmiert. Ja, George wirbelt das Leben von allen auf, von der ganzen Familie, besonders auch von Ellen, und bringt das Leben so ein bisschen in Schwung. Und wir haben hier eine wunderbare Familien-, Tier- und Weihnachtsgeschichte und die alle, doch alles auch einfach mit einer Tierliebe, mit der Familienliebe, mit der Weihnachtsliebe auch einfach zu tun haben. Es ist jetzt vom Plot her nichts überragend Aufregendes oder Spannendes, Innovatives, Neues. Nein, es sind im Grunde altbekannte Zutaten, die das Rezept zu dieser wunderbaren Weihnachtsgeschichte zaubern. Für mich in diesem Jahr wirklich das Weihnachtsbuch Highlight. Während ich ja bei allen anderen Geschichten in den letzten Wochen immer so ein bisschen ein Aber hatte, habe ich hier durchaus auch. Aber mich hat es wunderbar kurz vor Weihnachten und auch am Heiligabend direkt in Weihnachtsstimmung gebracht. Es war richtig, richtig toll. Ich konnte mich mit Ellen sehr gut identifizieren. Wir haben die Charaktere sehr nahe gebracht. Sie waren sehr tiefgründig aufgebaut. Es sind auch nicht die Nebencharaktere einfach so hingeschmissen, sondern wir lernen die kennen. Wir erfahren viel darüber. Es wird viel gesprochen. Es wird viel interagiert. Und das hat mir in diesem Buch von Mina Teichert super gut gefallen. Es gibt einfach sehr viel Weihnachtsstimmung. Es gibt natürlich auch so ein bisschen Familiengespräche, Familiendiskussionen. Und auch die Weihnachtsstimmung ist nicht übertrieben, also dass man jetzt irgendwie was, keine Ahnung, Amerikanisches erwarten würde. Nein, es ist es nicht, es ist auch nicht zu kitschig, aber es ist einfach wunderschön. Und ich kann es gefühlt gar nicht richtig in Worte fassen, weil es einfach mich sehr tief auch berührt hat. Denn es ist auch sehr humorvoll, es hat sehr viel Witz innerhalb der Familie. Es gibt da wunderbare Insider, die man auch als Outsider relativ schnell versteht. Ich fand zum Beispiel total lustig, dass die Zwillinge von Mieke, das ist die Schwester von Ellen, dass die tasmanische Zwillinge genannt werden, was auf den tasmanischen Teufel natürlich zurückzuführen ist. Ich fand das so lustig. Es gab so viele Anspielungen, die ich einfach großartig fand und die man eben auch als Leser relativ schnell versteht, obwohl man ja nicht zum Inner Circle der Familie gehört, aber das war richtig, richtig schön. Auch die Liebesgeschichte, da die man natürlich schon relativ schnell auch im Klappentext erahnt, ist sehr schön aufgebaut. Es ist sehr langsam, es ist sehr gemütlich, es ist sehr, ja, es ist sehr angenehm zu lesen. Es ist keine Instant Love, es ist nicht innerhalb von 3 Stunden, ist es die große Liebe und sie können nicht mehr mit ohne einander. Es ist richtig schön, sie ist auch mit dabei, es geht aber einfach, mir persönlich nicht zu schnell. Und das finde ich immer sehr schön, wenn Liebesgeschichten sich so innerhalb der Geschichte um ein paar Tage aufbauen und nicht, zack, das ist die große Liebe. Und wenn er sich morgen von mir trennt, dann keine Ahnung. So ist es im wahren Leben ja sehr, sehr selten, wollen wir das mal sagen. Es gibt natürlich auch noch andere Themen, die ich gar nicht erwartet habe. Wir haben zum Beispiel so ein bisschen dieses Generationenproblem, weil wir natürlich auf verschiedene Generationen der Familie stoßen, die sehr gut integriert werden. Auch so andere Themen, die so unterschwellig so ein bisschen dabei sind, die besprochen werden, die jetzt nicht unbedingt immer Probleme sind, die gelöst werden müssen. Aber ich fand das richtig schön. Es war eben nicht nur ein Weihnachtsbuch, es war nicht nur eine Liebesgeschichte, es ist nicht nur eine Tiergeschichte. Nein, es ist eine Mischung aus all dem und das wirklich sehr, sehr gelungen. Mein Kritikpunkt oder das große Aber ist einfach, dass es sehr vorhersehbar war. Das muss man ganz klar sagen. Man hat relativ schnell gewusst, in welche Richtung dieses Buch geht. Und auch wie es endet. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte mir vielleicht die ein oder andere spannende Wendung noch gewünscht. Aber ja, eigentlich auch nicht. Weil wie hätte es sonst ablaufen sollen? Wie hätte sonst das Ende sein? Also, na, versteht ihr, wie ich meine? Das ist, man will ja, dass am Ende irgendwie alles gut ist. Und gerade in der Weihnachtsgeschichte, man will da was Schönes lesen und einfach Gefühle haben, Emotionen, schöne Dialoge, ein bisschen Humor. Das hat es für mich wirklich eigentlich fast perfekt gemacht. Und richtig, richtig schön. Wer sowas gerne liest, merkt euch die Geschichte für nächstes Weihnachten. Weihnachten wird ja bestimmt wiederkommen. Oder wenn ihr noch sagt, im Januar ist es nicht zu spät, dann schaut da auch einfach gerne jetzt noch rein. Und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch sehr gut gefallen und somit dann, auch so das letzte Highlight des Jahres war dann das Schwert der Vorsehung von Andrzej Sapkowski. Ich glaube, ich muss zu dieser Hexer-Reihe gar nichts mehr sagen. Ich habe ja ein Special-Video zur Serie gemacht, ich habe einen Serientalk gemacht
Und ich bin hin und her. Also ich bin hin und weg von dieser Reihe. Ich fand schon Der letzte Wunsch eine großartige Kurzgeschichtensammlung. Ich bin auch in Das Schwert der Vorsehung absolut verliebt in Geralt von Riva. Ich bin verliebt in diese Welt, in den Erzählstil, in diese Bildhaftigkeit, in diese Gewaltigkeit, in diese epische Geschichte, die hier ihren Beginn startet. Mich haben einige gefragt, warum ich denn mit den Kurzgeschichten anfange, obwohl ja eigentlich die Hexersaga diese fünfteilige Reihe ist und die ja eigentlich vorher erschienen ist. Mir wurde aber von zwei unterschiedlichen Stellen, die ich gefragt habe, gesagt, fang mit den Kurzgeschichten an, dann verstehst du eben vieles in der Hexersaga besser. Die Leser der Hexersaga haben dann eben im Nachgang erst die Vorgeschichten bekommen. Und, oder so war es zumindest, ich weiß nicht, ich war ja beim Erscheinen nicht dabei, ich habe das auch gar nicht groß in Frage gestellt, als mir gesagt wurde, ich soll mit den beiden Kurzgeschichten anfangen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es Sinn macht, denn alles, was ich jetzt schon weiß, weiß ich, um in die Hexersaga hineinzugleiten. Die ist ja dann fünfteilig und der erste Band davon liegt ja schon hier oben auf dem Bücherregal. Den habe ich mir ja im Dezember schon geholt in dieser wunderschönen neuen Ausgabe vom DTV-Verlag. Sind ja alle fünf Bände direkt erschienen. Die werden jetzt auch so nach und nach tatsächlich bei mir einziehen. Und ich möchte zwar bestimmt auch eins mal der Bücher anhören, weil ich auch schon gehört habe, dass die Hörbücher so toll sein sollen. Und ja, ihr werdet hier auf jeden Fall öfter was vom Hexer hören und von Geralt von Riva. Ein Charakter, der einfach großartig gebaut ist, der ja dieser Mutant ist, der umgewandelt wurde zu diesem Hexer als kleines Kind, im Grunde magisch verwandelt wurde. Es ist eine Welt, in der Magie eigentlich was ganz Normales ist, in der es auch dämonische Geschöpfe gibt. Auch das ist ganz normal. Und Geralt von Riva verdient im Grunde sein Geld damit, Monster zu töten, aber auch nur, wenn sie wirkliche Monster sind und dafür Geld zu nehmen. Aber er entscheidet eben durchaus auch mal dafür, ein Monster, ein dämonisches Wesen zu retten, weil er ja doch so ein bisschen einen Gerechtigkeitssinn hat, ein Gespür dafür, wer wirklich der Gute und der Böse ist. Und das merkt man in zwei dieser Geschichten aus diesem Band wirklich besonders, mit welchen Gedankengängen sich Geralt beschäftigt. Der trockene Humor ist großartig. Er, wenn auf seinen Barten trifft, ich liebe ihn. Ich bin da echt hinweg. Ich mochte den schon in der Serie. Da wusste ich noch gar nicht richtig, wer ist denn das? Also unser Minnesänger sozusagen. Und hier bin ich gar weg. Ich bin wirklich total begeistert. Und wir treffen hier auch auf die Magierin Yennefer und wir treffen auch auf Ciri, die ja vielen aus der Serie schon ein Begriff ist. Und was mich tatsächlich an der Serie jetzt einfach stört, ist das Ende der Serie. Ich spoilere nicht. Im Buch ist das ein bisschen anders. Und ich frage mich gerade, warum man dieses andere, etwas emotionalere, packendere nicht in die Serie mitgenommen hat. Also das frage ich mich tatsächlich gerade. Ich weiß, dass Jonas von Cinema Strikes Back, ich habe mir da die Hexer-Meinung, also die Meinung zu The Witcher, habe ich mir auch angeschaut, beziehungsweise angehört. Und da hat der das auch schon so ein bisschen erwähnt, ist aber auch nicht weiter drauf eingegangen. Und jetzt weiß ich aber, was er meint und dachte mir, ach, das stimmt. Die haben hier so einen grandiosen Buchmoment verpasst, in die Serie zu packen. Was die Serie jetzt deswegen nicht schlechter macht. Aber es wäre noch so ein Müh cooler und tatsächlich geiler gewesen, wenn das einfach so wäre wie in den Büchern. Ich finde es großartig. Ich liebe diese Reihe. Es ist eine Welt, die ich fantastisch finde. Sie ist auch nicht nur gut-böse, sondern hat auch viele Nuancen. Ich finde, es ist nicht mit Game of Thrones vergleichbar, weil einfach so dieser Ränkekampf fehlt, weil einfach diese ganz verschiedenen Machtspielchen noch fehlen, zumindest jetzt in den Vorgeschichten. Und man hier einfach eine große Welt hat, die man bereist, das ist tatsächlich einfach was ganz anderes. Viele wollen ja hier ihren Ersatz zu Das Lied von Eis und Feuer finden. Und ja, wer High Fantasy liebt, glaube ich, ist hier absolut richtig. Aber es ist für mich kein Vergleich. Es ist auch kein Vergleich zum Herrn der Ringe. Einfach weil wir hier viele Graunuancen haben zwischen Gut und Böse, was beim Herrn der Ringe ja nicht ganz so ist. Man eben auch so diese extreme Rassenteilung, die man ja durchaus im Herrn der Ringe hat, was auch Sinn macht, das hat man hier eben gar nicht. Es ist vieles sehr normal
und geht so ein bisschen auch um Vorbestimmungen. Und ich liebe einfach Geralt. Also das ist, glaube ich, wirklich mit einer meiner Top 5 Charaktere geworden, die ich abgöttisch liebe in Büchern. Ich liebe seinen Humor. Und wenn er muffig ist und vor sich hin brummt und... Ach, ich finde ihn toll. Also, ach ja. Ja, jetzt muss ich aufschreiben, habe ich irgendwas vergessen? Nein. Ja, dass die Novellen so ein bisschen episodenhaft wirken, was mancher ja gerade in der Serie kritisiert hat, dass es keine zusammenhängende Geschichte ist, sondern eben so episodisch erzählt ist, was ich persönlich aber richtig toll finde, weil ich erfahre mit jeder Kurzgeschichte, mit jeder Novelle, die ich lese, einfach ein bisschen was anderes, ein bisschen was Neues, man ist so ein bisschen unterwegs in dieser Welt. Ich lieb's. Und für mich wird's auch im Januar jetzt definitiv weitergehen mit dem nächsten Buch. Und ich möchte so versuchen, so im Monat 2 der Bände zu lesen. Und es sind ja, glaube ich, jetzt insgesamt dann 9 Bücher, also 5 die Saga oder ja, und dann 4 Kurzgeschichten. Wobei ich glaube, eine, die dreht sich gar nicht wirklich so um, ich weiß es gerade nicht, und nicht wirklich um die Hexer. Ich bin mir gerade unschlüssig. Wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare. Da freue ich mich auf jeden Fall auf Infos. Und wenn ihr zu den Büchern mehr wissen wollt, guckt auch einfach mal in die Infobox. Ich packe euch da auch meinen Serientalk einfach mal rein, wenn euch das interessiert. Und ja, ein Highlight. Grandiose Reihe. Bisher bin ich unsterblich verliebt und bin so froh, diese Perle des High Fantasies gefunden zu haben. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch und es ist auch das letzte Buch des Jahres. Also auch wenn ich am Montag, Dienstag natürlich noch in 2 Büchern dann gelesen habe, begonnen habe, beziehungsweise auch gehört habe, ist das sozusagen das Buch, das ich auch als letztes in diesem Jahr abschließe, beziehungsweise abgeschlossen habe. Das Wesen der Wüste von Michael Martin. Ja, ich kenne den Autor, beziehungsweise den Fotografen über den Weltwach-Podcast von Erik Lorenz. Ich verfolge den Podcast ja schon, keine Ahnung wie lange, habe gefühlt wirklich jede Folge gehört, immer wieder fasziniert, habe schon einige Bücher von den Erzählenden mir sozusagen auch geholt und habe mich sehr über das neue Buch von Michael Martin gefreut, der sich eben den Wüsten der Welt widmet. Und es sind einige Wüsten da drin, über die er erzählt. Ich weiß gar nicht, ob er das er erzählt gar nicht vorne groß, um welche es so geht. Es geht, haben jetzt keine direkten Überschriften gehabt. Oasen, Gebirgswüsten, Sahara, wir haben die Namib-Wüste, wir sind auch an der Höllenwüste, also die wirklich so die Hölle der irgendwas ist. Ich habe den Namen schon wieder, den Ausdruck schon wieder verdrängt. Ja, die typischen Wüstenbewohner, Nomaden, die Imraguen, gefangen zwischen Dünen und Meer, fand ich auch total toll. Ja, Atacama-Wüste, also es geht hier um Wüsten. Jetzt könnte man sich fragen, was kann man in so einem dicken Buch über Wüsten erzählen? Zum einen, also muss man ganz klar sagen, es ist ein Sachbuch über Wüsten. Es hat so ein bisschen natürlich auch die einzelnen Erzählungen, wie sie Michael Martin wahrgenommen hat. Michael Martin ist aber definitiv ein Fotograf und sieht die Welt tatsächlich auch sehr oft so. Also ich glaube, dass er Dinge anders wahrnimmt, als die vielleicht ein Reisender durch Wüsten wahrnimmt, der explizit einfach diese Wüste durchwandern will, durchlaufen will, der durch die Gobi laufen möchte, weil es eben ein Marathon ist. Es ist auch kein Bildband. Wir haben immer wieder Schwarz-Weiß-Fotografien zwischen den Geschichten oder zwischen den Erzählungen. Und in der Mitte haben wir dann tatsächlich bunte Bilder mit enthalten. Es ist aber tatsächlich kein Bildband. Also ich habe in der einen oder anderen Rätsel jetzt schon gesehen, dass die Leute sich wundern, warum das so klein ist, warum die Bilder so klein sind, warum die in der Mitte halt oft einen Knick haben durch das Buch. Es hängt einfach damit zusammen, dass es eben kein Bildband ist, sondern dass es das große Bild, die große Erzählung von Wüsten ist. Und ich bin ein sehr großer Fan der Wüste, auch wenn ich bisher nur die Sahara kennengelernt habe, erst so in Klammern setzen, kann ich verstehen, dass Wüsten eine gewisse Faszination auf Menschen haben. Es ist da unfassbar still, es ist unfassbar heiß in der Regel am Tage und man ist unfassbar allein. Und
Ich bin ja ein Mensch des Meeres, des Wassers, ganz klar. Also für mich gibt es nichts Entspannenderes, Schöneres, als wenn ich am Meer sitze, den Bewegungen von Wellen lauschen kann, die sehen kann, diese immerwährende Bewegung habe, die für manche gleich ist, für mich jede Welle was anderes ist. Ich kann verstehen, dass Menschen eine Faszination für Gebirge haben, für Berge haben, einfach diese Beständigkeit, dass das dieser Koloss schon Jahre da steht und sich eben auch je nach Jahreszeit und Tag irgendwie verändert. Ich konnte aber nach meinem ersten Besuch in der Sahara auch verstehen, was Menschen an Wüsten spannend finden. Und man kann das nicht in Worte fassen. Es ist eben auch so ein Gefühl, es ist so ein, man ist irgendwie da und doch nicht und man ist nur 10 Schritte drin, ist aber schon drin, aber eigentlich weiß man noch nichts. Und das ist eben dieses sehr Verworrene, was eine Wüste so ein bisschen, obwohl sie eigentlich so geordnet wirkt, fand ich, dass sie einen sehr zerstreuen kann. Und dass man, ich glaube, ich kann auch verstehen, dass man diesen Drang hat, dem nachzugehen, da reinzugehen. Auch auf die Gefahr hin, da vielleicht nicht mehr rauszukommen. Ist heute natürlich nicht mehr so schlimm. Ich habe einige Dokumentationen mehr angesehen, als ich damals in der Sahara war, auch diese ganzen Expeditionen und habe auch einige Bücher gelesen. Ich fand das mega spannend. Wann war ich das erste Mal in Ägypten? Sind 20 Jahre her. Und kurze Zeit später, ich glaube beim zweiten oder dritten Mal, waren wir dann auch in der Wüste. Und also ich kann das absolut nachvollziehen. Und umso spannender fand ich natürlich die Podcast-Folge Michael Martin, um mal da wieder hinzukommen. Ich laber hier schon wieder so rum. Und umso faszinierender fand ich jetzt auch dieses Buch zu lesen. Ich finde, man muss für solche Bücher in Stimmung sein. Man muss sich darauf einlassen, dass man hier eben ein Sachbuch liest, dass man ein Buch über Wüsten liest. Aber es ist eben nicht einfach ein trockenes Sachbuch mit Daten, Zahlen, Fakten. Es ist super spannend interessiert. Er erzählt uns auch, was interessant ist, was im Grunde die Wüste ausmacht, was sie besonders macht, welche Begebenheiten da vor Ort sind. Und er entführt uns einfach in die Wüsten und nimmt uns da mit und erzählt uns ganz wunderbare Dinge darüber. Und er selbst ist eben jetzt nicht der Abenteurer, der uns das erzählt. Er ist immer der etwas außenstehende Fotograf, der eben gerne auch mal die Menschen beobachtet, die in die Wüsten gehen. Und er selbst bringt sich und seine Gedanken tatsächlich nur ein, wenn es hilft, die Atmosphäre oder die Begebenheit irgendwie ein bisschen klarer zu erklären und für den Leser, für uns auch verständlicher zu machen. Ich finde, er hat diese Mischung ganz, ganz toll gemacht aus Fotograf, auf diesen Blick von außen, aber eben auch immer mal mit Eintauchen und uns seine Geschichte zu erzählen. Und das fand ich mega spannend. Also ich fand das ganz, ganz toll gemacht. Ich fand es spannend erzählt. Ich habe Dinge über Wüsten erfahren, die ich noch nicht wusste. Welche Probleme es gibt, wie sich Wüsten auf den Vormarsch machen und ich weiß gar nicht, wann er irgendwie angefangen hat, ich weiß es gar nicht mehr, also weil das natürlich jetzt nicht nur innerhalb von einem Jahr irgendwie entstanden ist und ja, finde ich großartig, ich fand es wirklich faszinierend und mir hat Spaß gemacht, also das ist echt ein Buch, was man auch durchaus immer mal wieder zur Hand nimmt, um sich vielleicht nochmal bei der ein oder anderen Wüste einzulesen. Man muss natürlich, und das ist ganz klar, man muss ein Fan von solchen Büchern sein. Also jemand, der mit Wüsten nichts anfangen kann, mit Reisen, mit Abenteuer, der hat da keinen Spaß dran, den auch Fotografie nicht interessiert, aber ja, trifft auf mich in diesem Fall alles nicht zu. Wer vielleicht einfach mal Michael Martin kennenlernen möchte, ich glaube durchaus, dass man manche Podcast-Folgen kann man hier auf YouTube von Erik Lorenz sehen von Weltwach oder er hört eben einfach mal in den Weltwach-Podcast in die Folgen mit ihm. Da kann man sich dann, also das Schöne ist, ich weiß natürlich jetzt, wie Michael Martin spricht, dass ich hier also auch die Sprache ein bisschen verändert hat in meinem Kopf, als ich es gelesen habe. Also das hilft manchmal, vor allem hat er ja auch so einen schönen bayerischen Akzent, obwohl ich jetzt gerade gar nicht weiß, wo Michael Martin herkam. Ich glaube aus Augsburg, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich dachte, ich hätte mir das mal irgendwie gemerkt, aber nein, habe ich schon wieder verdrängt. Habe ich gelesen, weiß ich, aber es ist irgendwo in den Untiefen meines Hirns. Ja, tolles Buch, hat Spaß gemacht und kann ich Wüstenfans und Reisefans und Abenteuerfans
und auch Fotografiefans absolut empfehlen. Ja, und das waren sie jetzt, die drei Bücher der Woche. Zudem habe ich relativ spät im Vergleich zu sonst auch die aktuelle Flow gelesen. Zu Weihnachten führen uns alle Straßen nach Hause von Marjorie Holmes. War jetzt, ich glaube, tatsächlich die Ausgabe, die im Dezember erschienen ist, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die nächste kommt, die den Kalender auch inne hatte für 2020, den ich ja auch schon gebastelt habe. Das ist natürlich schon ein Stückchen her, jetzt sehe ich aber tatsächlich gar nicht, wann die nächste Flow kommt. Ich finde das immer blöd, wenn das nicht einfach hinten drin steht, dass man einfach auf die letzte Seite klickt, sondern dass das immer irgendwo anders steht. Das finde ich, das ist ein Kritikpunkt an der Flow. Es wäre schön, wenn man irgendwie auf einen Blick sehen könnte, wann die nächste Flow erscheint. Ich schreibe mir das ja auch gerne in den Kalender. Aber gut, ich bin ein großer Fan der Flow. Ich bin so, glaube ich, gefühlt Leser der, ich sag mal, zweiten Stunde. Ich glaube, so bei der dritten, vierten Ausgabe bin ich eingestiegen. Seitdem habe ich keine Ausgabe verpasst und ich greife tatsächlich mittlerweile am liebsten zur Flow. Auch zur Hygge, ich glaube, das sind so meine beiden Favoriten. Und bei der Flow gibt es eben nichts, was ich irgendwie uninteressant finde. Ich blättere da nicht einfach nur durch. Ich lese wirklich jeden Artikel durch. Ich finde das immer richtig, richtig schön. Auch hier wieder so ein bisschen die Eindrücke, so rückblickend aufs Jahr und die Bilder, die im Innenteil sind, die ich auch sehr gerne immer mal fürs Bullet Journal hernehme oder jetzt dann auch mir im Grunde so diese Trendblätter für den Filofax mache. Finde ich richtig, richtig schön. War wieder eine ganz, ganz tolle Ausgabe. Zum einen eben natürlich, weil jetzt auch so dieser Tageskalender mit drin war, den man selbst bastelt, also in diesen kleinen Kärtchen. Und ich habe jetzt jeden Morgen in meinem Urlaub gelesen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als eigentlich schon so wach zu sein, aber noch nicht aufstehen zu müssen. Und man greift dann eben einfach mal so 20 Minuten zur Flow und startet so entspannt in den Tag. Ich finde, es gibt wirklich fast nichts Entspannenderes, zumindest wenn man zu Hause ist während des Urlaubs, was man irgendwie tun kann. Und das habe ich sehr genossen. Samt zwei Katzen, die dann auch im Bett mit kuscheln und die das auch genießen, dass man nicht gleich aufspringt. Und zum Glück jetzt auch die Katzen nicht so hungrig sind, dass sie einen nerven. Und war richtig schön. Flow kann ich immer wieder absolut empfehlen. Ja, am Freitag, den 27. war deine Freundin und ich beim Jazz Poetry Slam. Es war das Weihnachtsspecial. Wir gehen ja jetzt gefühlt schon wirklich fast 2 Jahre sehr regelmäßig zum Poetry Slam hier vor Ort. Macht uns sehr, sehr viel Spaß, diese poetischen Texte, dieses unterschiedliche Menschen erzählen unterschiedliche Geschichten, haben unterschiedliche Gedanken. Das finden wir richtig, richtig toll. Wir waren letztes Jahr schon zum Weihnachtsslam, der einfach ein bisschen anders ist. Im letzten Jahr ging es um Dead or Alive. Da haben wir eben die aktuellen Poeten gehabt, samt Theaterschauspieler, die eben alte Poeten sozusagen wie Edgar Allan Poe zitiert haben, das wirklich auch gespielt haben, was sehr cool war. Und in diesem Jahr gab es so ein Jazz-Slam dazu. Das heißt, die Texte der Poeten wurden mit Musik unterlegt, was ja gefühlt eigentlich nicht so sein soll, laut den Poetry-Slam-Regeln. Aber es hier eben außer Wertung sozusagen ist, dass eben auch noch eine Band mit Jazz. Ich bin jetzt nicht der größte Jazz-Hörer. Ich habe so Jazzmusik immer mal neben dem Lesen. Da gibt es ja so Playlists, sage ich mal, auf Spotify, wo man eben sich auch einfach mal Jazz anhören kann. Viel mehr Berührungspunkte hatte ich bis Jazz bisher nicht. Es war sehr cool gemacht, auch dass sich die Poeten eben nur sehr kurzfristig mit den Musikern unterhalten hat, dass das Stück so stimmlich und stimmungsgebend vielleicht so ein bisschen mit dem Text zusammenpasst. Ich fand es dahingehend wirklich großartig gemacht, hatte aber so meine Probleme, der Musik zu folgen und auch dem Text. Also ich mag es tatsächlich, also ich bin jetzt nicht der größte Multitasker, ich bin auch keiner, der einen Fernseher laufen lässt und dabei liest. Musik wirklich nur im Hintergrund und dann bitte ohne Text, sonst bin ich auch irgendwie da verwirrt. Und also ich werde jetzt auch keiner, der Radio einfach laufen lässt, während er liest oder so. Ich mag das eigentlich ganz gern ganz ruhig. Mag aber, wie gesagt, doch einfach so Musik, die eben ohne Stimme auskommt. Es gibt zum Beispiel auch einen sehr coolen YouTube-Kanal,
Ambiented World. Und da gibt es zum Beispiel Hintergrundgeräusche. Man sitzt im Hufflepuff-Aufenthaltsraum in Hogwarts. Oder man ist in Hogsmeade. Oder man sitzt im Auenland oder irgend sowas. Und das finde ich tatsächlich wieder sehr cool. Das mag ich unfassbar gerne so als Hintergrund. Ich finde, da bereichert es das Lesen oder das Gelesene mit echter Musik. Ich habe mir da tatsächlich ein bisschen schwer getan. Also ich freue mich auf den nächsten normalen Slam, der glaube ich im Februar ist. Aber ja, also mit Musik muss ich das nicht unbedingt haben. Es war halt trotzdem ein cooles Special und hat uns Spaß gemacht. Ja, und dann wurde auch noch ein bisschen Serie gesuchtet. Ja, ich habe mit Good Witch weitergemacht, habe die zweite Staffel beendet, bin auch gefühlt schon ziemlich weit in der dritten. Habe da wahrscheinlich, glaube ich, noch ein oder zwei Folgen zum aktuellen Zeitpunkt und werde da auf jeden Fall auch weiterschauen. Ich weiß jetzt auch, dass, glaube ich, eine vierte Staffel noch gibt und ich glaube eine fünfte angekündigt ist, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe auch entdeckt, dass es auf Netflix die Filme gibt, die ja aber vor der Serie spielen. Dahingehend weiß ich noch nicht, ob es jetzt Sinn macht, im Nachgang noch die Filme zu schauen. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das ja gerne mal schreiben. Mir macht diese Serie wirklich Spaß. Also sie unterhält mich. Es ist so eine wohlige Serie, die einen entspannt, die einen wirklich runterbringt, die einen entschleunigt, die so den Funken Magie hat. Und mir macht das Spaß. Mir machen die Freundschaften Spaß, die Liebesgeschichte Spaß, diese Familienbande Spaß. Ich mag dieses Örtchen Middleton unglaublich gerne und ich finde, das hat echt was ganz, ach ja, Schönes. Also es ist jetzt nichts Hochaufregendes. Ich bin auch manchmal so ein bisschen von den Gefühlswirrwarren der Charaktere ein bisschen genervt. Also ich bin ganz froh, dass mein Leben nicht so viel Wirrwarr hat, nicht so viel Emotionen täglich durchlebt. Also von morgens himmelhoch jauchzend, verliebt, abends zweifle ich schon wieder und am nächsten Tag passt wieder alles und am übernächsten Tag bricht wieder Chaos aus. Ich bin froh, dass mein Leben da ein bisschen langweiliger ist. Aber es wäre natürlich keine Geschichte, wenn man ein langweiliges Leben verfilmen würde, obwohl es halt tatsächlich ein bisschen realistischer wäre. Das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend. Das ist auch einfach was ich im wahren Leben bei Freunden auch unfassbar anstrengend fände, wenn da jeden Tag eine andere Geschichte erzählt werden würde. Es ist manchmal ganz schön, wenn man es so ein bisschen beständig hat. Und ja, macht mir aber Spaß, unterhält mich gut, hat mich auch im Urlaub über die Feiertage und so immer ja, gut unterhalten. So eine Folge, ich weiß gar nicht, eine Dreiviertelstunde, die hat man eben immer mal. Und ja, hat dann eben irgendwie auch was Sinnvolles angeguckt. Und ja, hat mir gut gefallen. Und ja, das war es jetzt theoretisch auch. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Notizzettel ist abgearbeitet. Das war sozusagen jetzt die letzte Bücherwoche des Jahres 2019. Wir werden sehen, was 2020 bringt. Ich glaube, am Format wird nicht groß irgendwas geändert. Ich hatte zwischendurch immer mal überlegt, ob ich nicht doch einfach die Einzelrezensionen mache zu den Büchern. Aber ich finde das wöchentliche Format doch irgendwie ganz schön, weil man einfach so ein bisschen manche Bücher auch im Kontext dann zueinander sehen kann, beziehungsweise dann eben auch einfach so ein bisschen über die Woche plaudern kann und auch ihr mir ja durchaus erzählt in den Kommentaren, was ihr in der Woche gelesen habt, was da vielleicht auch euer Highlight war, euer Flop, ob ihr irgendwie vielleicht eine neue Serie entdeckt habt oder irgendwie, ja, lasst mich das immer gerne wissen. Freue mich da immer sehr auf den Austausch, ja, und finde den natürlich auch sehr wichtig, weil das ist natürlich so das Einzige, wo man in der Aufzeichnung sozusagen miteinander kommunizieren kann. Ist ja ein bisschen anders beim Hangout, die es definitiv im Januar jetzt dann auch wieder geben wird. Und ja, danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und auch allen, die am Montag frei haben, natürlich ein schönes langes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.